Grüße Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und guten Morgen. Ich begrüße euch wieder zurück hier in Transim World 4 auf einer neuen deutschen Strecke zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich darf euch heute die deutsche Strecke Salzburg-Rosenheim vorstellen. Diese Strecke wird als deutsche Strecke vermarktet, aber genauer gesagt ist es eigentlich eine deutsch-österreichische Strecke, da von dieser Strecke etwa 7 Kilometer durch Österreich verlaufen. Die Strecke hat eine komplette Länge von 89 Kilometern. Die Strecke soll am kommenden Dienstag, also morgen am 27. Februar 2024, als DLC für Transim World 4 veröffentlicht werden. Und wir werden uns heute zusammen einen Teil dieser Strecke anschauen. Wir befinden uns jetzt hier am Bahnhof von Traunstein und werden hier einen Regionalzug übernehmen mit einer neuen Lokomotive, die auch erstmals mit diesem DLC für TSW 4 erhältlich ist. Es wird die Baureihe 111 sein. Da fahren wir dann diesen Zug nach Freilassing und werden dort einen weiteren Zug übernehmen, der ebenfalls im DLC enthalten ist. Und diesen Zug werden wir dann nach Salzburg fahren. Wir können ja nochmal einen Blick auf diese Strecke werfen. Ihr seht, unser Zug, der kommt jetzt hier aktuell aus Ruhpolding. Also hier in Traunstein zweigt die Strecke Traunstein-Ruhpolding ab. Den Zug werden wir dann jetzt hier in Traunstein übernehmen und bis nach Freilassing fahren und dort wiederum einen weiteren Zug übernehmen und den nach Salzburg fahren. Das ist so gut knapp der westliche Teil dieser Strecke, den östlichen von Traunstein nach Rosenheim. Den wird es dann wahrscheinlich im folgenden Video geben. Insgesamt haben wir hier einen relativ umfangreichen Fuhrpark, der uns hier schon im DLC mitgeliefert wird. Und zwar haben wir einmal neu und erstmals dabei die DB-Baureihe 111. Dann haben wir unsere Doppelstockwagen der vierten Generation inklusive fahrbaren Steuerwagen. Diese Fahrzeuge kennen wir ja schon aus vielen anderen deutschen Strecken. Dann ist für den Verkehr nach Österreich die ÖBB 4024 dabei, also der ÖBB Talent 1. Den kennen wir ja auch schon von der S-Bahn Vorarlberg, aber wie gesagt, der ist hier nochmal als Fahrzeug dabei. Und für den Güterverkehr gibt es die Baureihe 185.2 mit verschiedenen Güterwagen. Also ihr seht, vier fahrbare Lokomotiven, also drei Lokomotiven, die wir fahren können, oder genau gesagt zwei Lokomotiven, ein Triebwagen und ein Steuerwagen, den wir hier fahren können, ohne dass wir irgendetwas zusätzlich besitzen müssen, außer irgendeine Version von Transim World 4. Additionell für den Fahrplanmodus werden hier noch weitere Fahrzeuge unterstützt. Da wird es am Ende des Videos eine genaue Übersicht geben, welche Fahrzeuge ihr zusätzlich in zusätzlichen Fahrplanfahrten auf dieser Strecke fahren könnt, denn die Übersicht, die ist relativ umfangreich. Auch diese Lokomotive kann auf weiteren deutschen Strecken gefahren werden. Auch hierzu wird es noch eine Übersicht geben. Das zeige ich euch ebenfalls am Ende des Videos. So, jetzt erst einmal, der Zug ist angekommen. Das heißt, wir steigen ein und werden diesen Zug, also diese Lokomotive jetzt hier übernehmen. Und dann müssen wir das einmal bestätigen. Ihr seht, wir machen also heute eine Fahrplanfahrt. Dann muss erstmal der Richtungswender, das ist sogar eingesteckt. Und dann können wir die Türen, müssen wir erst einmal freigeben. So, das können wir entweder hier manuell erledigen, wie wir das jetzt gerade machen. Das können wir aber auch über die Tab-Taste auf dem PC machen oder mit auf dem PC mit der Taste U für die rechte Türseite und mit der Taste Y für die linke Seite. So, dann stellen wir uns noch die Spitzenlichter korrekt ein. Und zwar nehmen wir einmal die Zugspitzensignale, die wir uns einschalten. Oder ist das überhaupt korrekt eingeschaltet? Ja, ich glaube, das ist korrekt. So, dann nehmen wir wieder Glatz und schalten uns noch zusätzlich die PZB und die SIFA ein. Das sind unsere Zugsicherungssysteme. Seit dem letzten Transim World 4 Update ist es ja so, dass wir, wenn wir diese uns entscheiden, mit dem Zugsicherungssystem zu fahren, gibt es wohl mehr Punkte bei der Auswertung. Bislang war das ja eher optional, wenn man sich das Ganze so ein bisschen schwieriger gestalten wollte. Mittlerweile scheint es aber so zu sein hier im Spiel, dass es mehr Punkte gibt. So, dann können wir uns ja nochmal hier am Bahnhof von Traunstein umschauen. Wie gesagt, wir sind hier im Südosten von Bayern unterwegs. Wir werden auch dann und wann hier die ersten Ausläufer der Alpen sehen. Wie gesagt, wenn die Strecke nach Ruhpolding dabei wäre, dann würde man direkt an den Alpenrand fahren.
Und ansonsten muss ich wieder sagen, ja, wenn ihr die Strecke selbst im Vorbild kennt oder den Bahnhof hier von Ruhpolding, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback freuen von euch. Es ist leider auch wieder eine Gegend, wo ich bislang noch nicht unterwegs war. Von daher bin ich da auch etwas auf euer Feedback angewiesen. So, springen wir also wieder zurück in unseren Führerstand und es ist Zeit, die Türen zu schließen. Dann werden wir das tun und das Ganze alles verriegeln, auf alles verriegeln setzen. Und dann sollte das funktionieren. So, die Fahrgäste sind eingestiegen. Wir lösen einmal die Bremse und können uns auf dem Weg machen. So, die Fahrt mit unserer Baureihe 111. Es ist eine Altbau-E-Lok. Und falls ihr schon die Lokomotiven im Besitz habt, die E10, die ja bei linker Rheinstrecke und Bremen-Oldenburg dabei ist, dann wird euch bei der Steuerung einiges bekannt vorkommen. Denn wir wählen hier eine gewisse Beschleunigungsstufe vor, können diese dann halten. Aber wir müssen natürlich auch hier, ihr seht, wir sind jetzt bei Beschleunigungsstufe 5, wir müssen also auch hier aufpassen, dass wir nicht zu viel Leistung auf einmal aufschalten, denn dann fliegt uns der Hauptschalter. Und wie gesagt, wenn ihr die E10, also die Baureihe 110 schon aus den anderen beiden DLCs kennt, dann wird euch relativ schnell viel bekannt vorkommen. Bei der 103 war das, glaube ich, auch so. Ich würde euch empfehlen, so maximal 40 an der Leistung aufzuschalten. Und nicht mehr. Und am besten steuert sich das aktuell auf dem PC mit der Tastatur. So. Dann also, schon mal schön, dass der Lüfter angeht. Und auch zu hören ist, hier in der Lokomotive, das gefällt mir, muss ich sagen. Wir haben hier auch verschiedene Geschwindigkeiten entlang der Strecke, die wir fahren können. Wir können sogar die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive von 160 Stundenkilometer hier auf, ausfahren. Lassen wir auch hier mal den Zug über die Brücke fahren. Wir haben einiges an Brücken, ich glaube, Tunnel, meine ich, gibt es hier entlang dieser Strecke nicht. Ich springe mal wieder hinein, dass wir hier nicht zu schnell werden. Und das werden wir nicht. Hier geht es ja schon auf die 70. Ja, die Baureihe 111. Wie gesagt, erstmals ist sie, gibt es sie mit diesem DLC zusammen hier für Train Sim World 4. Das ist eine Lok, die lange und oft gewünscht wurde von der Community. Und nun ist es soweit. Und ich freue mich, dass die nicht nur, also sie ist kompatibel mit dem Modus freies Spiel. Und ich freue mich aber auch, dass diese Lokomotive eben auch im Fahrplanmodus auf anderen deutschen Strecken gefahren werden kann. Und zwar zum Großteil auf deutschen Strecken, wo sie auch wirklich mal unterwegs gewesen ist. Also für diejenigen, die viele andere deutsche Strecken besitzen, muss ich sagen, ja, sie ist auf vielen, vielen deutschen Strecken auch fahrbar. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir auf 130 beschleunigen. Wir haben auch nicht so viele Unterwegshalte. Wir halten nur in Teisendorf und das nächste ist dann schon Freilassing, unsere Endstation. Und wie gesagt, in Freilassing werden wir dann in einen weiteren Zug umsteigen und dann bis Salzburg fahren, sodass wir eben den Großteil des westlichen Teils der Strecke heute gesehen haben. Eine Fahrt über die komplette Strecke, seid mir bitte nicht böse, die wollte ich euch nicht in einem Video anbieten, weil es wäre für meinen Geschmack etwas zu lang gewesen. Also das würde dann über eine Stunde 20 dauern. Wenn wir eine komplette Fahrt machen. Oder mit dem Intercity würde das Ganze eben so knapp 58 Minuten, glaube ich, dauern. Können wir vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt machen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich euch eine neue Strecke vorstelle, dann natürlich mit den Fahrzeugen, die dabei sind. Und das meiste, was euch neben der Strecke sicherlich interessiert, das dürfte eben auch hier die Baureihe 111 sein. Ich muss sagen, vom Sound her finde ich das richtig gut. Also hat einen sehr, sehr guten Sound. Meiner Meinung nach, zumindest war das, was ich von... Ich kannte die Lok ja auch von anderen Simulatoren. Da muss ich schon sagen, ja, ist der Sound da jetzt auf jeden Fall nicht schlechter. Falls ihr selbst mal in der Baureihe 111 sogar selbst gefahren seid oder mal auf einem Führerstand mitgefahren seid, würde ich mich natürlich auch sehr über euer Feedback freuen. So, jetzt können wir langsam hier auf Auslaufen gehen. Ihr seht, da geht diese vorgeschaltete Leistung auch langsam zurück. Man muss halt sehr, sehr vorausschauend auch mit dieser Lokomotive fahren. Ihr seht es ja selbst. Ihr seht es ja selbst, denn es ist eine Altbau-E-Lok. Und insbesondere auch, was das Thema Bremsen angeht, müssen wir deutlich längere Bremswege mit dieser Lokomotive. Das zeigt uns ja auch schon hier, hohe Brems, hohe Abbremsung. Das Prinzip ist das schon der Hinweis der Lokomotive, dass wir hier dann einen längeren Bremsweg brauchen.
Höchste Bremsstufe ist 6, danach geht es in die Vollbremsung und danach dann eben in die jeweilige, ja, danach geht es dann halt in die jeweilige Zwangsbremsung, wenn es wirklich gar nichts anderes mehr hilft. So, jetzt geht's hier, ihr seht es ja selber, hier geht es bergab. Man muss sehr vorausschauend mit dieser Lokomotive fahren, gerade was das Bremsverhalten angeht. Ich will nicht sagen, dass die Bremsen schlecht sind. Ich will aber sagen damit, es ist eine alte E-Lok und diese Fahrzeuge brauchen halt längere Bremswege. Es war ja, glaube ich, mit der 110 so ähnlich. So, jetzt lassen wir den Zug eigentlich, müssen wir den jetzt nur rollen lassen, solange es hier bergab geht. Und dann wird er selber schon wieder beschleunigen, solange hier nur 110 erlaubt ist. Aber jetzt ist wieder 130. Es ist halt die Frage, ob es sich überhaupt lohnt. Der wird da fast schon selber beschleunigen. Aber wir müssen natürlich auch etwas auf unseren Fahrplan hier heute aufpassen, ohne Frage. Auf jeden Fall müssen wir hier darauf deutlich achten. Und diese Taste wird man auch manchmal brauchen. So. Dann also schaukeln wir jetzt weiter in Richtung Teisendorf mit unserem Regionalexpress und ihr fahrt hier mitunter auch relativ lange Regionalexpress-Züge. Ihr seht, wir haben jetzt hier glaube ich 6 Wagen am Haken. Genau, 6 Doppelstockwagen. Also ja, mittlerweile verkehren natürlich auf der Strecke schon länger keine Doppelstockzüge mehr. Die Strecke ist zeitlich in den frühen 2010er Jahren angesiedelt worden. Also zu Zeiten, wo halt der meiste Regionalverkehr eben noch durch die Bahn abgewickelt wurde. Mittlerweile sind ja da private Unternehmen und ich glaube ein österreichisches Unternehmen betreibt dort mittlerweile den Regionalverkehr. Intercity-Leistungen, wie gesagt, dafür braucht ihr das DLC-Baureihe 101. Mit dem werden die Intercity-Fahrten abgewickelt. Dann eben Güterzugfahrten gehen mit der 185.2, aber auch einigen anderen Lokomotiven. Also ihr seht, da ist alleine schon viel Abwechslung geboten. Es gibt sogar, glaube ich, so eine historische Intercity-Fahrt mit der Baureihe 103. Könnt ihr noch so einen historischen Intercity hier fahren. Das ist aber nur eine Fahrplanfahrt, die ihr mit der Lok absolvieren könnt. Viele hätten sich das natürlich mit den N-Wagen gewünscht. Aber ich glaube, dazu müsst ihr, glaube ich, selbst Hand anlegen. Zum Beispiel über das freie Spiel. Oder ihr platziert euch so einen Zug eben einfach mal so in das freie Spiel hinein. Das funktioniert ja alles in TSW. So, 5,9 Kilometer sind es noch. Ist auch eine sehr kurvige Strecke. Und die Strecke ist jetzt keine absolut neue Strecke in Trains im Eisenbahnuniversum, im virtuellen Eisenbahnuniversum. Erstmals gab es die Strecke, müsste 2006, 2007 gewesen sein, Pro Train 17. Da gab es schon mal eine Strecke München-Salzburg für den Microsoft Train Simulator. Dann gibt es diesen Abschnitt Rosenheim-Salzburg auch für den Train Simulator Classic. Und es gibt auch den Abschnitt München-Rosenheim für den Train Simulator Classic als Train Simulator Classic, also als Add-on für den Train Simulator Classic. Also sie ist jetzt nicht gänzlich unbekannt. Hier kam uns gerade ein Intercity entgegen. Wie gesagt, der ist nicht hier im DLC enthalten, sondern das ist eben eine zusätzliche Fahrplanfahrt. Da müssen weitere DLCs in Besitz und installiert sein. Und ich müsste mal hier ein bisschen besser auf der Hut sein, was die Geschwindigkeiten angeht. Sag's ja, wir haben hier ein bisschen. Das ist eine Strecke, die ein paar mehr Geschwindigkeitswechsel hat. Das heißt, man muss hier schon ziemlich aufpassen. Denn jede Geschwindigkeitsüberschreitung, die bringt Punktabzug. Ist zwar jetzt nicht so krass Punktabzug, wie man das aus anderen Spielen mitunter vielleicht kennen, aber es ist eben Punktabzug. Und mal gucken. So. Wir schauen jetzt also in Richtung Teisendorf. Und ihr seht auch, wir haben jetzt etwas längere Abschnitte zwischen den Bahnhöfen. Die komplette Länge, wie gesagt, ist 89 Kilometer der Strecke. Es sind, glaube ich, 13 Bahnhöfe enthalten oder 14 Bahnhöfe sind dabei. 13 davon können im Personenverkehr bedient werden. Ein Bahnhof im Raum Salzburg, der ist, wie es zu der Zeit auch war, noch in Bau. So, jetzt nähern wir uns ja langsam schon den nächsten Halt. Und wie gesagt, wir müssen ja sehr vorausschauend eben bremsen. Ihr seht, ich habe die Bremsstufe schon drin und trotzdem bremst der Zug nicht ab. Na, jetzt bremst er langsam. Ist halt zum Beispiel schon mal die Frage, ob sich das noch lohnt, die Bremse zu lösen. Wir sollen jetzt in gut 2 Minuten in Teisendorf ankommen.
Fahrplan, zumindest auf dem Abschnitt. Ich bin das Stück mal bis Freilassing Probe gefahren, weil ich einfach feststellen wollte, ob das für dieses geplante Video, ob dieser Zugwechsel in Freilassing auch funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und das hat gut funktioniert. Und daher wundert euch auch nicht, wenn es nach der Fahrt schon die erste Auswertung gibt. Oder wenn da keine Medaille zu sehen ist, weil die ich eben schon geholt habe. So, jetzt ihr seht auch, wie doll wir hier in die Eisen gehen müssen. Ich gehe schon weit vorher an die Eisen. Ihr seht ja selber, ein ziemlich krasser Abstieg hier. Und hier an dem Abschnitt, das hatte ich schon mal an dem Bahnhof gehabt, dass der Zug relativ langsam hier am Bremsen ist. Gleichzeitig noch auf die Signale achten. Wir fahren ja mit Zugsicherungssystem. Im Test bin ich ohne gefahren. Ah ja, seht, da müssen wir echt ganz schön in die Eisen. So, das ist jetzt wirklich die höchste Bremsstufe vor der Vollbremsung. Ihr seht, und jetzt bremst unser Züglein auch langsam ab. Wie gesagt, es ist mit so älteren Loks, es ist genauso mit älteren Dieselloks so, da muss man sich so ein bisschen an deren Bremsverhalten absolut anpassen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Sandsteuer hier noch, aber ihr seht, das bringt alles nichts hier. Da drüben wartet schon der Gegenzug. Ah, es wird dann doch schon noch knapp werden hier. So, da wartet schon der Gegenzug, der dann wahrscheinlich in Richtung München fahren wird. Und wir erreichen nun die Station Teisendorf. Letzter Halt vor Freilassing. Und Freilassing, das ist dann der letzte Bahnhof auf der deutschen Seite. Danach geht es dann über die Grenze. Da werden wir dann die Saalach überqueren in Richtung Salzburg. Aber ihr seht, also bei dem Stück hat der Zug echt gebraucht, um anzufahren. Ist er wirklich aufgeschlossen? Ja. Aber ihr seht, wenn es bergab geht, dann hast du ganz schön zu tun hier mit dem Anbremsen. So, dann öffnen wir die Türen nun auf der linken Seite und geben das Ganze hier frei, dass die Fahrgäste ein- und aussteigen können. Setzen die Bremsstufe schon mal auf 1 zurück. So. Gut. Oh nein, wir müssen rechts freigeben. Oh, jetzt machen wir doch hier einen Betriebsfehler. Mensch, rechts müssen wir entriegeln. Eieieiei. Und wir hätten schon ab. Jetzt hätten wir die Fahrgäste einsteigen lassen sollen, genau. So, sind sie also auf beiden Seiten offen. Ist ja nicht so, dass da ein Gegenzug steht. So, das ist dann der nach München, der dann abfahren soll. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen spät dran. Und bis nach Freilassing selbst ist es auch ein ganz schönes Stück da noch zu fahren. So, und wir müssen jetzt erst einmal hier darauf hingehen, alle Türen zu verriegeln. So, Bremsen, das mal alle richtig gelöst haben. Und dann kann die Reise beginnen. In Richtung Freilassing, Bahnsteig 1, wo wir dann anhalten sollen. Das war schon grenzwertig, wie wir jetzt hier beschleunigt haben. Da kommt schon der nächste Zug entgegen. Wir sind jetzt auch mitten morgens im Berufsverkehr. Und jetzt noch ein Güterzug hier. Diese Lok, wie gesagt, die ist auch mit dabei enthalten. Und ich glaube, die Containerwagen sind ebenfalls mit dabei. So. Wir können jetzt erstmal wieder auf 100 beschleunigen. Dann langsam schon wieder in den Auslauf gehen. 10 Kilometer bis Freilassing.
lassen wir unseren Zug jetzt einfach mal rollen, so steil wie das ja bergab geht. Könnt noch mal schauen. Wir sehen auch wirklich hier im Hintergrund so die Ausläufer der Alpen. Ist auch eine sehr schöne Region. Chiemgau, Chiemsee ist auch im östlichen Bereich. Da würde man dann so den Chiemsee zu sehen bekommen. Prien am Chiemsee zum Beispiel. Wie gesagt, die Fahrzeitunterschiede zwischen Intercity und Regionalexpress, die sind gerade mal 10, vielleicht 15 Minuten, zumindest hier in der Version, die wir jetzt hier im Spiel haben. Und schaut mal da vorne, da kommt sogar schon ein Abschnitt, wo wir 160 fahren können, wo wir sogar die Höchstgeschwindigkeit dieser Lok austesten können. Schaut euch mal hier auch so die Begrünung links und rechts an. Auch da sehen wir gegenüber der Maintalbahn auch wieder so ein bisschen einen Fortschritt, was die Ausgestaltung angeht. Das ist, wie gesagt, ja eine Strecke von Dovetail Games. Und man sieht, dass man sich immer so ein bisschen weiter vortastet, was diesen ganzen Detailgrad angeht. So, davon kommt dann der Abschnitt. Jetzt ist natürlich wieder ein etwas flacherer Bereich, dass der Zug jetzt nicht weiter beschleunigen wird, aber ich werde erst aufschalten. Ich werde dann erst aufschalten, wenn wir die 160 passiert haben. Oh Gott, ja, in 4 Minuten sollen wir da sein. Und wisst ihr was? 7.15 Uhr fährt nämlich der Zug, den ich dann übernehmen möchte. Jetzt geht es aber auch schon wieder steil bergab. Gucken wir doch mal, ob der die 100, für die 160 hier rausholen kann aus der Lok. Ich glaube 28 ist auch hier die höchste Stufe. Ja, die hat doch richtig Power. Schaut mal, was die Lok hier von der Power hat. Aber gut, es geht jetzt auch bergab. Ja, und die Lok, wie gesagt, ist für 160 zugelassen, genauso wie die Wagen. So, wieso ist der schon wieder im Bremsmodus drin? Ach so, weil die Steigung auch aufhört. Na gut, 160 habe ich jetzt nicht ganz rausgeholt. Ja, doch, ein bisschen. Aber es wird zeitlich knapp. Es wird zeitlich knapp, weil wir auf dem ersten Abschnitt, glaube ich, zu langsam unterwegs waren. Ist natürlich dann wieder doof, aber wir haben dann, glaube ich, auch noch hier quartierpflichtige Geschwindigkeiten, die uns da bei der Einfahrt in Freilassing erwarten. Aber es sind ja insgesamt 4 Minuten Zeit. Aber mit 160 hier so lang zu sausen, da gibt es, glaube ich, auch im Bereich Rosenheim einen Abschnitt. Die Strecke selbst wurde übrigens im 19. Jahrhundert eröffnet. Der letzte Abschnitt nach Salzburg, der kam aber erst einige Jahre später. Und der Teil, auf dem wir hier unterwegs sind, also zwischen Rosenheim und Rosenheim-Salzburg, der wird ja teilweise auch von österreichischen Zügen genutzt, die Deutschland auf dem Abschnitt einfach durchqueren, ohne irgendwo in Deutschland zu halten. Also vor allem welche Züge, die nutzen dann die Rosenheimer Kurve und fahren dort halt von Salzburg bis Innsbruck ohne Halt in Deutschland. So, jetzt haben wir aber hier irgendwo eine 90, aber sie ist viel zu weit weg. Das ist das Problem, wenn der Streckenmonitor hier dann wieder auseinandergezogen wird. Weil 90 ist eine quartierpflichtige Geschwindigkeit. Also PZB pflichtig, quartierpflichtig. Aber das war jetzt etwas zu früh. Damit werden wir viel zu spät ankommen. Aber wir müssen dann noch weiter die Geschwindigkeit reduzieren. Ja, weil je schneller wir fahren, desto dynamischer funktioniert der Streckenmonitor. Der zeigt ja dann noch weitere Kilometer an. Also hier haben wir sowieso ein quartierpflichtiges Signal. Das dürfte also die Einfahrgeschwindigkeit für das Signal sein. Okay, ich höre keinen PZB-Ton. Heißt aber trotzdem für uns, die Geschwindigkeit noch ein bisschen zu reduzieren. Können wir sowieso schon weiter auf 60 reduzieren. Da vorne ist ja 60 dann einfach Geschwindigkeit. Da wird dann das nächste Quartierpflichtige kommen. So, wir sind zu spät. Das ist Mist. Das ist richtig Mist, ist das. So, hier können wir uns das nochmal befreien.
Da vorne wird dann eine weitere Geschwindigkeit erwartet. Ihr seht, Halt erwarten. Das heißt dann auch PZB, Magnet, 500 Hertz. Also, wieso höre ich in dieser Version kein, ja, kein PZB-Ton? Hier, schaut mal, 103. Das sind schon, wie gesagt, hier die... das ist der Bahnhofsvorbereich von Freilassing. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch in eine Zwangsbremsung reindonnern. Da vorne ist auch 40. So, wo ist der Magnet? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber es müsste, könnte doch noch klappen. So, komm, brems runter, lieber Zora. Ein bisschen zügig jetzt hier. Okay, das funktioniert. So, wir fahren ein. Leicht verspätet in die Endstation. Aber das Ein- und Aussteigen funktioniert ja dann in der Regel etwas schneller. So. Hier drüben natürlich Freilassing, das ist der letzte Bahnhof auf der deutschen Seite. Da steht auch schon unser Zug bereit, der kommt nämlich auch gerade an, die S-Bahn. Ich möchte nämlich dann den letzten Abschnitt nach Salzburg mit der S-Bahn fahren. So, hier sollen wir stehen. Wieso soll ich denn eigentlich immer so extrem nah vor dem Signal stehen? Verstehe ich nicht. So, befreien darf ich mich natürlich nicht. Wie gesagt, zeigt ja weniger als. Oh Leute, es wird langsam knapp. Wie gesagt, der andere. Achso, 17 soll der losfahren. 15 würde diese Fahrt beginnen mit Türen öffnen und so weiter. Und 17 soll der losfahren. Dann ist es noch entspannt. Wie gesagt, hier fürs Spiel. Im Vorbild wäre das schon. Eigentlich würde das wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber fürs Spiel hier selber ist das natürlich egal. So, dann öffnen wir die Türen auf der rechten Seite und diesmal haben wir auch die richtige Seite erwischt. So, Richtungswender können wir dann schon mal auf neutral zurücksetzen. PZB, das können wir schon mal ausmachen. So, dann müssen wir hier natürlich dann die Hecklichter einblenden. Wie gesagt, unsere Fahrt endet ja hier. Hier kommt schon der Gegenzug an, damit hier schon mal alles soweit vorbereitet ist und dann sollen wir die Türen wieder schließen. Alles verriegeln. Schließen. Und den Lichtern rausnehmen. Und dann sehen wir die Auswertung unserer Fahrt. Die Frage ist, ich hatte vorher die Goldmedaille, ob wir jetzt Platin bekommen haben. Ne, wir haben keine bekommen, also geht es hier nicht besser als Gold. So, und ich begebe mich jetzt zu dem Zug, den wir dann übernehmen wollen. Was ist das denn? Egal. So, dann begeben wir uns also zu unserer S-Bahn, die wir dann in Richtung Salzburg übernehmen wollen. Und da gibt es einen kleinen Trick, und zwar, wie gesagt, die offizielle Fahrplanfahrt, also das Einsteigen, beginnt um 7.15 Uhr. Wir könnten natürlich sofort in diese S-Bahn jetzt hineinspringen und den Zug anfangen zu übernehmen. Der Nachteil ist da aber, dass wir, dass uns dann der Schlüssel fehlt für den Führerstand, dass uns dann der Schlüssel fehlt. Ach, seht ihr, der Zug hat jetzt noch aufs Ausziehgleis gemusst. Dass uns dann der Schlüssel fehlt, dann müssten wir einmal in den hinteren Führerstand gehen und eben dort den Schlüssel abholen. Und ich würde mal sagen, wir warten jetzt hier noch diese eine Minute. Der andere Zug müsste ja, wo ist der denn hin? Der müsste dann auf das... Der müsste hier vorgezogen werden. Okay. Und dann zurückgesetzt werden. Hier fährt ein Güterzug durch. Sorry, also diese Leck, das ist bei mir auch gerade leckig auf dem PC. Sorry. So. Da sitzt hier oben schon jemand. Hier sitzt eben noch keiner. Ja, schauen wir uns ein bisschen dann hier im schönen Freilassing um, was sogar auf meinem System an die Performance-Grenzen kommt. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas aufzuhängen? Also ich vermisse ja auch gerade aktuell hier die Streckenkarten, aber hier können wir ein Plakat aufhängen und hier sehen wir eine Streckenkarte. Wie gesagt, hier sind jetzt quasi von hier bis nach Freilassing gefahren. Freilassing zeigt dann die Strecke Richtung Berchtesgaden ab und wir wollen jetzt hier mit der S-Bahn weiterfahren nach Salzburg. So, jetzt aber, jetzt können wir diesen Zug gleich übernehmen. Und dann beginnt das Einsteigen auch.
Weil jetzt hat sich hier vorne nämlich jemand hingesetzt. Guten Morgen, grüße Sie, ich fahre heute. So, dann hat nämlich die Kollegin, die war freundlich, die hat uns nämlich den Schlüssel mitgebracht. So, jetzt also Türen entriegeln, rechts, so. Dann, das haben wir so. Jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir hier die Spitzenlichter noch korrekt einstellen. Weil das spinnt dann manchmal so rum. So, das haben wir. Und auch bei diesem Zug brauchen wir PZB und SIFA. So, rot zeigt auch noch Störung und Traktion. Müssen wir dann mal gucken. Ja. Also, in gut einer Minute geht's dann los. Also, wir wechseln, sind jetzt quasi hier zur S-Bahn gewechselt und fahren die jetzt hier von Freilassing einmal nach Österreich. So, dass wir heute einmal einen österreichischen Zug übernommen haben und einen deutschen Zug. So, hier hängt sich's natürlich gerade auf, weil eigentlich bin ich ja gespannt, ob jemand anders dann unseren Zug da wegrangiert, aber ich denke mal, oder? Was sagt der Fahrweg? Der Fahrweg ist noch zu aktuell. Fahrweg ist also blockiert. Rot zeigt das Signal an. Mal gucken, ob sich das auflöst. Ich hoffe, ich habe es probiert eigentlich. Ja, Fahrweg ist jetzt freigegeben. Das heißt, unser Zug, der rangiert werden sollte, der muss jetzt warten, weil wir jetzt hier in diesem sitzen. Gut, so, Zuglichter brauchen wir die. Pultbeleuchtung brauchen wir nicht. Zugbeleuchtung ist auf 1, das ist gut. Und dann können wir... So, das ist auch auf 1. Was ist denn... Ach, der muss ja auch noch rein, der Bremsschlüssel, gestimmt. Der muss ja auch noch reingesteckt werden, sonst können wir nicht losfahren. So, Türen. Alle Türen schließen. Genau, das müssen wir dann auch einstellen. Alle Türen verriegeln. Und dann müssen wir aber hier drauf drücken. Dann lösen wir das Ganze hier. Das muss auf die Fahrstellung, glaube ich, gesetzt werden. Und dann ist die Frage... Okay, ah, Moment, wir müssen ja hier den Hauptschalter einschalten. So, und dann kann die Reise beginnen. In Richtung Salzburg. So, das Fahrzeug, das kennen wir ja schon. Das war ja erstmals hier bei S-Bahn Vorarlberg dabei, wo wir da am Bodensee lang gefahren sind. Ist jetzt also kein neuer Zug. Aber toll ist hier, dass wir den jetzt hier in Doppeltraktion fahren können. Wir werden jetzt gleich hinter dem Bahnhof von Freilassing die Saalach überqueren und dann in Salzburg ankommen. So, wieso zeigt er da unten Störung an? Verstehe ich nicht. Aber Zug fährt ja auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben ja keinen Bremsschlüssel. Nee, Bremsschlüssel ist ja das Ding hier bei dem Zug. Stimmt. Nächste Station ist dann Salzburg, Taxampark, Europark, Bahnsteig 2. Da, wo wir halten sollen. So, und da kommt nämlich wieder das, das haben wir auch, das kennen wir auch von der S-Bahn Vorarlberg. Hier, Hauptschalter, also bei den elektrischen Fahrzeugen, vorbereiten darauf, Hauptschalter auszuschalten. Weil hier nämlich die Oberleitung ein kurzes Stück unterbrochen ist. Wenn wir den nicht selber ausschalten, fliegt er uns nämlich. So, und hier dürfen wir den dann schon wieder einschalten. Ich vermute mal, dass das in erster Linie daran liegt, dass diese Stromnetze hier eben, dass das Deutsche noch von einem deutschen Kraftwerk betrieben wird und das hier in Salzburg halt von einem österreichischen. Könnte ich mir nur so vorstellen, weil die Stromsysteme, also die Spannung, die sind ja in beiden Netzen gleich. Das könnten ja, also dürften ja nur Fahrzeuge darüber fahren, die irgendwie Mehrfachtraktion haben. So, da stand auch eine einzelne Lokomotive. Also sehr, sehr viel los hier und ja, Servus! Und herzlich willkommen in Österreich. Damit haben wir nämlich die Saalach überquert. Ich zeige euch nochmal die Brücke. Das ist also hier die Grenzbrücke zwischen Deutschland und Österreich. So, aber jetzt wieder hinein. Auch hier sehen wir einen großen Güterbahnhof. Die Frage, wie doll beschleunigen wir jetzt hier nochmal? Wir müssten in 30 Sekunden da schon an dieser Station ankommen. Hier sehen wir Salzburg-Liefering. Und der Bahnhof befand sich eben zu der Zeit, also frühe 2010er Jahre, befand der sich ja noch in Bau. Sie sehen, sind auch einige gerade hier am Werk. Heute ist der Bahnhof ja schon lange fertiggestellt.
So, und jetzt müssen wir aber auch mit unserem Zug runter. Nicht, dass wir da noch an unserem Bahnhof vorbeifahren. Also, Salzburg, Taxam, Europark. Ich finde es, wie gesagt, toll, dass man auch ein österreichisches Fahrzeug hier mit in dieses DLC gepackt hat. Schöne Idee. Sicherlich war ein Grund, dass es das Fahrzeug eben schon gibt für dieses Spiel. Das dürfte sicherlich mit ein Grund gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass man wegen den 6-7 Kilometern hier ein neues österreichisches Fahrzeug gebaut hätte. Das glaube ich eher nicht. Aber es ist schön, wenn das Fahrzeug schon da ist, dass es eben dann auch entsprechend Berücksichtigung gefunden hat. Ihr seht auch hier Österreich, das sind etwas andere Markierungen an den Bahnsteigen, etwas andere Abfahrtstafeln. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, wo wir dran vorbeigefahren sind. Also auch viel Liebe zum Detail. Übrigens Österreich, weil wir uns gerade in diesem Land befinden, da dürft ihr euch in, ja, ich vermute mal kurzfristig auch schon auf eine weitere rein österreichische Strecke freuen. Das wird dann die Semmeringbahn sein. Diese verbindet dann die Orte Wiener Neustadt mit Mürzzuschlag über den Semmeringpass. Und da gibt es auch schon Bilder, dass das Fahrzeug da auch zum Einsatz kommt. Und da wird es auch neu die ÖBB 1116 geben mit Eurofima-Wagen der österreichischen Bundesbahnen. Und es ist auch schon bekannt, sobald diese Strecke veröffentlicht wird, Semmeringbahn, dann können diese ÖBB-Fahrzeuge, also hier die ÖBB 1116 und die ÖBW-Personenwagen, dann auch hier auf der Strecke Rosenheim-Salzburg gefahren werden. Also da soll es dann auch entsprechend eben Fahrplanfahrten geben. Da wird es dann noch ein bisschen bunter hier auf der Strecke. So, Fahrgast ist zu, verriegelt und Bremse lösen und auf geht er. So, 1,4 zum nächsten, wo wir genau in 1,5 Minuten ankommen sollen. Wieso zeigt er mir eigentlich Störung an? Zugsicherungssystem hatte ich doch allein geschalten. So, da kommt schon die nächste S-Bahn entgegen. Das hängt einfach damit zusammen, dass in Freilassing sehr, sehr viele S-Bahn-Linien für dieses S-Bahn-Netz Salzburg sehr viele Linien beginnen bzw. enden. Und daher ist ja auch ein relativ dichter Takt. Ich habe vorher mal geguckt, dass der Takt zwischen Freilassing und Salzburg so alle 10-15 Minuten. Und da werden dann auch östlich von Salzburg verschiedenste Ziele angefahren von dieser S-Bahn. Also das Freilassing, das ist nur so ein Auslauf für diese ÖBB-S-Bahnen hinter Salzburg. Da werden jede Menge Ziele erreicht. Und teilweise auch wirklich weit entfernte Ziele. So, dann haben wir hier, glaube ich, ist das quittierpflichtig. Ja, das sieht für mich sehr quittierpflichtig aus, dieses Signal. Und wir fahren ein in die Station Salzburg-Eigelhof. Ich glaube, das ist die vorletzte. Dann kommt eigentlich nur noch die Altstadt. Und diese PZB-Beeinflussung. Ja, wir fahren noch am Bahnsteig vorbei. Ist nicht mal der Tag meiner Anbremsung heute hier. Das ist, haben wir auch schon mal besser gemacht alles. So, dann links die Türen öffnen. Und dann lassen wir die Fahrgäste ein- und aussteigen. Wie viel vom Zug steht denn nun am Bahnsteig hinaus? Wir sehen auch die Bahnhöfe relativ ähnlich aus hier. Die S-Bahnhöfe ist nur eine Tür, aber eine Tür eben zu viel, die darüber hinausragt. So, nächste Station ist ja wirklich nur ein kleinerer Katzensprung.
dann diese Altstadtstation hier. Oh, wir dürfen nicht schneller als 45 fahren, weil wir noch in der restriktiven Überwachung sind. Das hätte ich fast mal wieder übersehen, aber ist ja in meinen Let's Plays zu dem Ganzen nichts Neues. Lohnt sich auch kaum, groß schneller noch zu beschleunigen. Das ist nämlich schon der Bahnsteig für unseren nächsten Haltepunkt. Und da vorne? Das verbremsen wir uns doch schon wieder hier, oder? Nee, das müsste noch passen. Das müsste noch passen. So. Okay, und damit Salzburg-Mülln-Altstadt erreicht. Hier sehen wir auch schon wieder Ausläufer der Berge. Das hier, nee, das müsste dann, glaube ich, Salzach sein. Oder ist das auch ein Fuß der Salach? Hm, ich weiß es nicht genau. Sehen wir auch nochmal einen ersten Blick in das Stadtgebiet, was wir von Salzburg und das sehr weit, ihr seht, wieder sehr, sehr weit in die Tiefe gebaut wurden. So, und dann heißt das für uns auch wieder nicht schneller als 40 beschleunigen. Und sehen wir da schon das Einfahrsignal von Salzburg? So. Damit erreichen wir einen der beiden großen Bahnhöfe. Salzburg Hauptbahnhof, unser heutiges Tagesziel. Hier einfahren. Sicherlich hatte auch die S-Bahn ihre eigenen Gleise und hier sehen wir diese markante Bahnhofsgestaltung hier. Salzburg Hauptbahnhof. Einfahrt am Gleis 8. Aber auch hier einige Bauarbeiten zu sehen. Allerdings kaum was an anderen Zügen hier gerade unterwegs. Wir hier nach Salzburg gekommen sind. So wie wir das Stadtgebiet begannen, kam uns kaum noch was entgegen an Zügen. Aber das mag sicher auch hier Performance-Gründe haben. Und ihr habt ja im Freilassing gesehen, was da los war. Aber sicher kann das ein oder andere im späteren Updates vielleicht noch ein bisschen nachgebessert werden. Allgemein Performance und Speicherplatzgröße, das sind ja, glaube ich, noch so aktuelle Themen. In Trains Sim World 4, wo man meiner Meinung nach auch mal anfassen muss. Hand anlegen müsste. So, dann öffnen wir die Türen. Ja, und haben hier nun den Salzburger Hauptbahnhof erreicht. Und das Ganze sogar noch ja, einigermaßen pünktlich. Drüben sehen wir noch die Abstellbereiche des Salzburger Bahnhofs. Da nehme ich mal eine andere Ansicht dazu. Sehr, ihr seht, sehr, sehr, sehr viele Züge der ÖBB, die hier abgestellt wurden. Aber hier hinten stehen auch zum Beispiel deutsche Intercity-Wagen. Ja. Sehr viel los also heute hier natürlich. So.
Und dann sehen wir die Auswertung dieser Fahrt, die hatte ich nämlich vorher noch nicht abgeschlossen. Ja, und damit haben wir das heutige Tagesziel Salzburg Hauptbahnhof erreicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal im Hauptmenü wieder und begeben uns jetzt dahin, denn ich wollte euch ja nochmal den Fahrtumfang der Strecke zeigen. Ja, denn, also, Strecke Rosenheim-Salzburg. Wie gesagt, aktuellstes, neuestes deutsches DLC für Transim World 4 aktuell. Und da müssen wir erst einmal hier auf die Strecken gehen und dann die Strecke auswählen. Insgesamt, wenn wir alle zusätzlichen DLCs für zusätzliche Fahrplanfahrten haben, dann stehen uns davon 345 zur Verfügung. Wie gesagt, der ÖBB 4024 ist dabei. Doppelstockwagen mit Steuerwagen sind dabei. Die 111 ist auch dabei, sowie die Baureihe 185.2. Ihr seht auch immer, wie viele Fahrten sich aufteilen. Gerade hier, glaube ich, müssen es dann über 200 sein. Hier, wie gesagt, da müsst ihr immer durch die Anzahl der Fahrzeuge teilen, damit ihr die genaue Anzahl seht. Und alle anderen Fahrzeuge, die stammen von zusätzlichen DLCs und die können auch hier im Fahrplanmodus gefahren werden. Ihr seht, gerade ein Güterzug Loxus ist wieder eine ganze Menge. Hier, die ist zum Beispiel ja schon in TSW 4 Deluxe und Special dabei. Der 628 gehört zur Nittertalbahn. Dann hier die 101, das ist ein separates DLC wie die 363. Und das hier, diese Lok hier unten auch, die G6. Und ja, ihr seht, einiges, was ihr fahren könnt. Dann stehen uns hier noch 5 Szenarien zur Verfügung. Aktuell gibt es aber nur 4. Das 5. wird per Update nachgeliefert, weil es da technische Probleme gab. Es gibt außerdem ein Trainingsmodul für die 111. Das findet im Trainingscenter statt. Und einmal eine Einweisung für die Strecke. Und wie gesagt, außerdem wollte ich euch noch zeigen, wo ihr die 111 überall fahren könnt. Da gehen wir ja auf Fahrplanmodus und dann klicken wir einmal die 111 an und ihr werdet staunen. Natürlich Salzburg-Rosenheim wird sie ja mitgeliefert. Dann kann sie auf München-Augsburg gefahren werden. Dann Hauptstrecke Rhein-Ruhr könnt ihr sie ebenfalls einsetzen. Main-Spessart-Bahn. Dann Rhein-Ruhr-Osten. Schnellfahrstrecke Köln. Und da sogar an beiden Fahrplan-Modi. Wir schauen mal in diesen erweiterten, aber ich glaube, das bleibt sich gleich. Das ist jeweils eben der RE1. Naja, und etwas fiktiv auch auf Nahverkehr Dresden. Die ist dort zwar mal gefahren im Intercity-Verkehr, ich glaube Ende der 1990er war das, aber vor dem RE50 habe ich sie zum Beispiel nie gesehen, aber trotzdem bringt das auch auf diese Strecke so ein bisschen Abwechslung. Ja, also, das überrascht mich am meisten, weil das war nicht so bekannt, dass die 111 auch auf weiteren Strecken im Fahrplanmodus zum Einsatz kommt. Es war bekannt, dass die natürlich kompatibel wie alle anderen Fahrzeuge auch mit diesem freien Spielmodus ist, wo man sich das selber mehr oder weniger zusammenbauen kann. Aber das überrascht mich sehr positiv, dass die eben auch hier auf insgesamt sechs weiteren deutschen Strecken eingesetzt werden kann, also insgesamt 7 Strecken. Das ist eine sehr positive Überraschung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und mit dieser positiven Überraschung möchte ich den Ersteindruck der Strecke Salzburg-Rosenheim beenden. Landschaftlich sieht sie ganz hübsch aus. Ja, Freilassing habt ihr selber gesehen, zumindest bei mir auf dem System so ein bisschen Performance-Probleme, wenn da viel Verkehr unterwegs ist. Ansonsten muss ich sagen, die 111... sehr interessante Lokomotive und sicherlich eine Bereicherung für dieses Spiel. Wir werden uns natürlich den östlichen Teil der Strecke auch noch anschauen, aber erst im nächsten Video. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.